Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich werde die Kamera gleich auch noch woanders positionieren, woanders machen, aber jetzt erstmal so, dass ich euch das zeigen kann. Ich habe nämlich von Otic, also OTIC, zwei Soundbars bekommen. Einmal eine Stereo-Soundbar, das ist diese hier. Die werden wir auspacken. Die hat Wi-Fi, RCA. Jack hat sie, das sieht aus wie, ja, Klinkenanschluss, dann halt DC für Strom, einen optischen Input hat sie und natürlich HDMI, ARC, Quatsch, doch ARC und USB. Also man kann auch einen USB-Stick anschließen und darüber Musik abspielen. Die soll ins Schlafzimmer kommen, weil im Schlafzimmer geht mir der Fernseher total auf den Puffer, weil, ja, ich muss nochmal auf Dolby 1 oder 2 machen, weil sonst bei Stereo und also die Grundeinstellung, die er hat, wenn ich das mal wegen anmache, da hörst du alles gleich laut, du verstehst gar nichts. Ja, das ist halt negativ, das ist doof, das wollen wir nicht. Deswegen. Und fürs Wohnzimmer, da interessiere ich mich ja schon länger, weil meine irgendwie momentan immer leiser wird. Ich muss die mal lauter machen. Haben wir denn noch diese hier? Das ist jetzt eine. Mit Subwoofer, das ist eine Dolby Soundbar, die kommt dann hierher. Die packen wir danach dann aus. Jetzt machen wir erstmal die Stereo-Variante. Oh Gott. So, und da sie Bluetooth hat, können wir sie auch gleich testen mit Bluetooth und uns anhören, wie sie sich anhört. Im Hardware-Video dann Hardware-Check. Müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben? Ich muss die ja erstmal eine Weile benutzen und dann kann ich euch da mehr dazu sagen. Okay, dann werde ich jetzt mal umbauen. Wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt mal alles verschoben und geguckt, wie es jetzt am besten aussieht. Und ich denke mal, so sieht es jetzt am besten aus. Ihr seht was, ihr seht den Tisch, ihr seht die Soundbar. Ich habe auch Handy hier und alles drum und dran. Das sollte so klappen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo hier oben und unten ist, wo es hier aufgeht. Hier geht es auf, aber ich denke mal, die wird anders. Die wird so rausgeholt. Ja, der Amazon-Aufkleber geht hier schon ab. So, brauche ich mein Messer. Also die Amazon-Aufkleber haben auch mal mehr gehalten, muss ich sagen. Ah, hier haben wir gleich ein Stromkabel. So. Hier ist Styropor. Hier ist die Soundbar. Scheint UPS aber ganz schön randaliert zu haben. Na komm. Hier oben nicht extra. Ne, doch, machen wir oben jetzt mal auf. Ne, oben ist nichts drin. Also können wir das hier beiseite legen. So, wir haben ein Stromkabel mit bei. Den packen wir als erstes aus. Ich will hier auch nicht mit Messer rumhantieren, weil ich Angst habe, den durchzuschneiden. So, ich lege mal den Müll hier beiseite. Ich nehme hier so einen kleinen Karton für Müll von meinem Malgerät. Ja, ganz normaler Stromkabel. Bisschen, ich finde den Kabel ein bisschen kurz. Lass es 1 Meter sein. Mal gucken. Gut, normalerweise hat man ja die Steckdosen in der Nähe vom Fernseher. So.
Dann haben wir hier die Fernbedienung. Oh, Batterien sind so ja schon drinne. Sehr aufgeräumt, ist nicht viel drauf, also vor, zurück, laut, leise, Play, Pause, Mute, EQ wird für Equalizer sein, REC, also REC, aber der wird nicht aufnehmen, mal gucken. PAIR, also für PERN, das, ich denke mal, wird für Bluetooth sein. Und oben haben wir dann die Möglichkeit, noch HDMI und optisch umzuschalten, sowie AUX, RCA, BT für Bluetooth und USB und natürlich an und aus. Haben wir hier ein Feedback? Wir haben kein Feedback. Ich mache schon wieder zu viel Hardware eigentlich. Ja, werden wir uns jetzt mal nur aufs Auspacken konzentrieren. So, dann haben wir hier einmal ein Cinch-Kabel, wie ich es euch gesagt habe. Dann haben wir einen Klinkenkabel. Und wir haben zwei Plasteteile, wo ich nicht weiß, für was die sind, ehrlich gesagt. Ich habe null Peilung. Wir haben auch keinerlei Anleitung hier irgendwie mit bei, oder? Vielleicht habe ich sie nur nicht gesehen. Also im Karton ist nichts. Packen wir mal die Soundbar aus. Also wenn jetzt hier nicht irgendwo noch ein Zettel drin ist, haben wir keine Anleitung. Ne, hier ist auch nichts mit bei. Also, wir machen das mal nach vorne. So. Wirkt wie Holz. Wo, oh. Das ist cool. Kann man das abmachen, dass man sie reingucken kann? Ja. Jetzt mal vorsichtig abmachen. Für das Hardware-Video gleich. Das ist IR. Okay. Gut. Also können wir abmachen. Das werden wir uns dann im Hardware-Video gleich angucken. Also wie gesagt, ihr habt dann halt die Soundbar mit bei. Ihr habt die zwei Plasteteile, die für mich jetzt keine Ahnung, ein Cinch-Kabel, ein Klinkenkabel und den Stromkabel. Es ist, wirkt wie Holz. Die Tasten sind im Holz hier mit drin integriert irgendwie. Also es wirkt cool. Also groß OTC steht drauf. Und hinten haben wir dann halt einen QR-Code. Dann haben wir USB, HDMI, Klinke, Cinch. Ich vergesse irgendwie Cinch immer wieder. Mir geht der Name Cinch, den entfällt mir immer. Optisch und Strom. Wir gucken mal, haben wir denn vielleicht. Hat auch Gewicht? Mit Handy oder QR-Code-Scanner. Okay, wir haben einen QR-Code, den wir mit Handy scannen sollen, steht da drauf. Dann werden wir das mal machen. QR-Code. So. Ja, jetzt muss ich mit dem Google Chrome öffnen. Weil er mir nur einen Link angezeigt hat. So, otic-de.afterservice.vip ist der Link. Registrieren Sie sich, um eine erweiterte Garantie zu erhalten. Ah, okay, man kann eine erweiterte Garantie erhalten. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und das ist immer wichtig, wenn man die Garantie verlängern kann. Wir müssen aber jetzt mal gucken. Produkte. Ach, die haben nur die beiden Soundbars?
So, jetzt gehe ich mal darauf, mehr erfahren. So. Wir haben hier 2.0.2 Surround. Doch, es soll sowohl Surround sein. Bar, vier verschiedene Soundmodis, Bluetooth mit sechs verschiedenen Verbindungsarten, 4K, HDR-Unterstützung und IR-Fernbedienung, 37 Zoll Wandmontage. Okay, man kann die wohl in der Wand montieren, was? Wandmontierbare Soundbar. Aber wie ich die jetzt hier. Also wie ich die jetzt an die Wand montieren soll, ist mir ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Also das ist mir ein Rätsel. Aber das werden wir dann gleich im Hardware-Video, weil ihr meckert immer rum, wenn das Unboxing zu lange ist. Deswegen Unboxing sind wir fertig. Ich werde gleich den Strom anschließen, bevor wir Hardware machen. Und dann werden wir uns dann mal angucken, ja, was uns da erwartet. Also ich bin da gerade etwas perplex, muss ich mal so sagen. Okay, dann will ich mich jetzt hier verabschieden. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video, im Hardware-Video, wo wir uns die dann angucken werden, genauer angucken werden und wo wir sie auch anschließen werden und mal testen werden. Ja, bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.